Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben ja leider in der letzten Folge feststellen müssen, dass diverse Sachen ganz schön schief gelaufen sind, dass mein Speicherstand einfach komplett zerstört worden ist anscheinend und ich etliche Sachen nochmal wiederholen musste, wo ich ehrlich gesagt ziemlich sauer drüber war. Ich habe dann offline die Valka noch mal begleitet bis zu ihrem Haus und wir schauen mal eben nach. Yes, dadurch, dass wir zwischenzeitlich noch mal geplündert haben, können wir jetzt auch ihr Haus bauen. So wird es gehen. Danke, Eivor. Ich tue alles, damit du dich wohlfühlst. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich anderen helfen kann. Wenden wir uns nun wieder deinen Visionen zu. Wenn du denkst, dass es etwas bringt. Ich brauche noch eine Zutat, um einen Trank für dich fertigzustellen. Beim Teich solltest du finden, was ich suche. Der Trank wird dir später helfen, tiefer in deine Visionen einzutauchen und sie klarer zu sehen. Ja, und das heißt, dass wir Disteln finden sollen. Ich werde mal zur Sicherheit nochmal zwischenspeichern. Ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen paranoid, was das betrifft. Glühwürmchen freilassen. Du hast keine Glühwürmchen. Wieso soll ich eins... Ach so, das gehört wahrscheinlich dann später dazu. Da oben ist eine Distel. Die nehmen wir schon mal. Da ist noch einer. Ja. Interagieren. Okay. Das hilft uns jetzt nicht wirklich, Disteln zu finden. Mich würde jetzt nur interessieren, es gab jetzt nur zwei hier, aber wo soll ich jetzt noch die anderen finden? Gibt es da noch ein Geheimversteck oder... Oh, was ist das denn hier? Das müssten wir eigentlich explodieren lassen können. So geht's auf jeden Fall nicht. Kann man das nicht irgendwie abbrennen oder so? Eventuell. Okay, das scheinbar definitiv nicht. Ich dachte, man könnte jetzt die Seile irgendwie abbrennen lassen oder so. Das scheint also noch ein zusätzliches Geheimnis zu sein. Zeig mir, was vor uns liegt. Ach doch, da oben sind doch noch Disteln. Okay. Okay. Ja, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, weil es wird ja auch in der Übersicht angezeigt. So, die nächste Frage wäre, beziehungsweise wurde es auch vorher in der Übersicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Jetzt wird es nämlich erst angezeigt. Anscheinend muss ich wirklich erstmal den Raben benutzen. So, was siehst weiter du da oben, Sühne? In die Richtung. Wenn ich jetzt da runterstürze. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht riskieren, oder? So, weil ich meine, ja, genau, das ist nämlich nicht besonders tief hier. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln bei dir? Oder irgendwas lesen oder so? Was haben wir hier? Anscheinend nur... Da ist was zu lesen.
Verstreute Zutaten Valkas. Wacholderbeeren, Barschkiem, Kralle einer weißen Taube, roter Lehm. Okay. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink, und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Der Trank ist bereit. Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Oha. Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das. Etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs. Der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Harvey? Okay. Das Schicksal kann verändert werden. Die Vorsehung hat uns fest im Griff. Das Leben ist, was man daraus macht. Naja, also... Ich bin immer noch für diesen Satz. Sie denkt da wahrscheinlich anders drüber. Ihr drei webt ein Tuch aus unseren Schicksalsfäden. Doch ein Faden kann sich lösen, wenn er sich verfängt oder reißt. Nicht alles ist vorhersehbar. Doch lose Fäden können erneut verwoben werden. Letztendlich bleibt das Gesamtbild immer erhalten. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase. Der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Rätselhafte Worte vernebeln nur meinen Geist.
Ein Sturm braut sich zusammen. Nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht. Ist das der Beginn von Ragnarök? Okay, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Das sieht ja mal richtig geil aus. Mit den Zeichen, die da eingeritzt sind und mit dieser Regenbogenbrücke. Die Frage ist jetzt, da steht was von... ich bin da direkt drauf? Ah, jetzt. Okay, die empfohlene Stärke für hier ist Level 90 und ich kann ja einfach so rein mit meinen 37 oder so. Nee, was haben wir jetzt? Ich schau mal eben nach. 41 habe ich jetzt. Eieiei. Und das muss ich dann... Nein, geh raus. Das muss ich dann alleine machen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Komme ich hier so runter? Runterspringen kann ich vermutlich nicht. Da das jetzt aber so stark ist, würde ich wirklich sagen, ich speichere nochmal eben. So, Heimdalls Bericht, Havi. Die Angriffe werden wilder und ich muss meinen Turm verlassen. Was ich mit meinem verbogenen Ohr höre, sorgt mich. Und nun muss ich es mit eigenen Augen sehen. Ich flehe dich noch einmal an, mir einen überzeugten Lehrling zu schicken. Loki hasst offensichtlich seine Rolle als Torwächter und sträubt sich schon bei dem kleinsten Auftrag. Er sollte während meiner Abwesenheit beobachtet werden. Nicht, dass er ohne meinen Schlüssel viel Schaden anrichten könnte, aber der Schutzkreis wurde geschwächt und Loki wäre nahezu nutzlos bei einem vollen Angriff der Jötnar. Am besten sollte er anderweitig eingeteilt oder gleich ganz aus Asgard vertrieben werden, ungeachtet des Kuhhandels, den du eingegangen bist. Ich schwöre dir, er bringt mich noch ins Grab. H. Also sprich Hadi. Okay, wer ist dieser Hadi? Also offensichtlich sind wir ja dieser Hadi, aber können wir hier irgendwas machen? Oh, okay. So langsam bekomme ich ein bisschen Angst. Also Stärke Level 90 ist natürlich schon eine Hausnummer. Okay, mit dir kann ich nicht reden, okay. Ich muss mich hier mal so ein bisschen umsehen. Ich meine, das ist ja schon richtig krass hier. Den kann man anscheinend generell nicht reden. Wir brauchen eine Strategie, um mit diesen Eindringlingen fertig zu werden, Thor. Du kannst dich nicht aus dem sicheren Tod herausprügeln. Wer zerschmetterte den Schädel von Trym, König denn? Bei Burisch-Eiern, wir sind Äsir. Wir schleichen nicht herum wie Alben. Wir kämpfen. Und wir kämpfen auch. Für unsere Heimat, für unser Volk. Doch nicht alle Probleme können mit dem Kopf eines Hammers gelöst werden. Nenn mir eines. Havi, sei das Zünglein an der Waage. Was ist los? Wieder eine Invasion? Kriege aus Jötunheim. Sie greifen von allen Seiten an. Während wir auf unseren zittrigen Händen sitzen und uns am Arsch kratzen. Wohl kaum, Thor. Viele Äsir wurden in alle Winkel von Asgard entsandt. Nur wir vier verbleiben zum Schutz der großen Halle. Havi, gib mir ein paar deiner Krieger und ich werde sie persönlich nach Jötunheim führen. Eine solche Schwächung können wir uns nicht leisten. Die Einherjar müssen unsere Stadt verteidigen. Ich würde sie herholen, um die große Halle zu verteidigen. Diese Invasion ist zu groß, als dass wir uns aufteilen könnten. Das ganze Gerede hilft uns nicht weiter. Kämpfen oder sterben. Schweigt! Alle miteinander! Wir tragen den Kampf zum Feind, bevor er Bifrost überquert. Wohl gesprochen, Rabengott. Nenne jene, die an deiner Seite kämpfen sollen. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Wir sind ein Rabengott, heißen aber nicht Odin,
sondern heißen Havi, von dem ich noch nie irgendetwas gehört habe. Tor, Herr des Donners. Tür, Bewahrer der Gerechtigkeit, Freya. Königin Asgards. Tja, er ist ja so scharf drauf, die alle zu bekämpfen, ne? Ich brauche nur einen. Dich, Tor, Herr des Donners. Gemeinsam werden wir den Feind zerschmettern, bevor er zu kühn wird. Erwecke jeden Krieger, der Axt oder Hammer führen kann. Wir jagen Jötnerköpfe! Der Rest von euch bleibt zurück, um die große Halle zu schützen. Waren andere Kreaturen unter den Jötner? Drauger, Trolle oder Wölfe? Was beunruhigt dich, Harvey? Hat dir deine Weitsicht etwas enthüllt? Mehr Eindringlinge! Sie versammeln sich an der Brücke Bifrost! Wo ist Loki? Er sollte diesen Eingang bewachen. Warne die anderen. Der Kampf beginnt. Ein Herrjahr! Nun beginnt die Schlacht, für die ihr gestorben seid. Für Harvey und für Asgard! Kann man nochmal schnell speichern? Hallo? Kann man nicht. Okay. Das ist schlecht. Aber okay. Kommt mit mir. Ich mag diese ganze Optik irgendwie. Bei Teso würde ich die auch gerne haben. So als Haus. Leute, geht doch mal aus dem Weg. Geht irgendwie rein oder so? Zu mir! Diese Schlacht weihe ich mir selbst! Ja, geil. Ein Herrjahr! Leit Harvey eure Klingen! Wir ertränken unsere Feinde in Blut! Sag mal, kann die auch mal gerade ausgucken? Die wird immer wieder scheinbar von dem Raben angezogen oder so. Okay, sieht man nicht mal allzu viel, aber ich hoffe mal, die Brücke hält. So Leute, seid ihr da? Alle vorwärts, ich bleib hier hinten stehen. Nein, Quatsch, ich komme natürlich mit. Ja, ja, los, lauft, Jungs. Wir brauchen euch als Verstärkung. Asgard, grüß mir die Midgard-Schlange. Okay. Tötet die Asia! Verbrennt ihre Hallen! Boah, was ist das denn hier? Hallo? Oh. Ach, den da hinten zeigt er an. Ja, toll. Da hat er den denn nicht beworfen? Ja, weich bloß nicht aus. Ich wäre jetzt auch bald runtergefallen. Ja, stampfen ist wohl nicht so günstig, wa? Könnt ihr mal mithelfen hier? Ihr gehört eurem Odin.
Mann, ich will stampfen! Leute! Ich muss aber eigentlich hinten durch. Was sagt mir das doch einer? Weil ich glaube irgendwie, die kommen ja endlos lange durch, ne? Kann das sein? Jungs? Ihr seid so zerbrechlich! Schließe das Tor. Ist das hier oben? Der Strom der Eindringlinge muss versiegen. Ja, das meine ich nämlich auch. Oh, fuck. Ey! Kann man mal jemand bei dem Typen helfen? So ein bisschen vor wie bei Avatar gerade. Thor, bist du das? Kannst du mir mal helfen? Loki hatte den Auftrag, dieses Tor zu bewachen. Und doch stand es offen. Ja. Das ist nicht gut. Was war das? Träum hast du uns nichts Gutes getan, Götur. Warte, nein, du irrst dich. Ich bin kein Götur. Ich kam hier nur auf meinem Weg von einem Land ins andere vorbei. Würdest du dasselbe lieben? Harvey! Der hier hat sich im Schatten versteckt und vor der Schlacht gedrückt. Soll ich ihm ein paar Zähne ziehen, damit er redet? Oder ein Auge herauspflücken? Du solltest dieses Tor bewachen, Loki. Was ist geschehen? Es öffnete sich und diese Soldaten quollen hindurch. Also sandte ich sofort eine Warnung aus. Und den hier habe ich gefangen, den weichbackigen Hirten. Wie lautet dein Name, Fremder? Von den meisten werde ich Baumeister genannt. Deinen Namen, nicht dein Handwerk. Falls ich einen anderen Namen habe, so erinnere ich mich nicht. Man nennt mich Baumeister, seitdem ich Dinge baue. Zu den Riesen denke ich mir mal eher nicht, aber ich frag mal. Kommst du aus Jötunheim? So ist es. Oder ich tat es. Aber ich war auf der Durchreise.
Ich stamme nicht von dort, was mir gut passt, denn ich verabscheue es. Hattest du dort eine Anstellung? Als Baumeister, ja, eine Zeit lang. Aber meine Methoden haben ihr Missfallen erregt, weil sie, sagen wir, magischer Natur sind. Harvey, wenn dir jemand ein Pferd schenkt, dann reite es. Doch diesem hier würde ich Zaumzeug anlegen. Stimmt das, Baumeister? Bist du ein geschenkter Gaul oder ein geheimer Flug? Weder noch, Harvey. Ich bin nur ein Werkzeug, das hofft, anständig eingesetzt zu werden. Dieses Portal bereitet uns schon seit einiger Zeit Kummer. Ich will, dass es versiegelt wird. Mit Verlaub, dies ist nicht der einzige Zugang der Jötner nach Asgard. Dürfte ich eine umfassendere Lösung vorschlagen? Mauern brachten uns bisher wenig. Ja, die Ankunft ist schon irgendwie verdächtig, das stimmt. Ein erstaunlicher Zufall, dass du ausgerechnet jetzt kamst. Am Ende eines brutalen Angriffs. Der Zeitpunkt meiner Ankunft war sorgfältig gewählt. Ich habe so lange unter euren Feinden gelebt. Ich weiß, wie sehr sie nach eurem Untergang hungern. Wenn ihr zweifelt, könnte ich euch eine Kostprobe geben. Eine Kostprobe? Ja. Und wenn er uns nicht beeindruckt, dann hissen wir seine Haut als Segel. Ich nehme an, mit einer letzten Bedingung. Ich brauche dafür Wasser aus eurer Schicksalsquelle. Du weißt von unserem heiligen Brunnen? Es ist ein Ort großer Macht und lebendiger Magie, ein Quell geistiger Kraft. Dieses Wasser wird eurem Schild seine Stärke verleihen. Ich hole das Wasser, Harvey. Er darf unsere heiligen Stätten nicht betreten. Loki, warte! Ich gehe zur Quelle. Du suchst diesem Baumeister eine Lichtung für seine Vorführung. Nein, das ist kein Problem, Harvey. Ich finde das Dunkle und Feuchte sehr anziehend. Du gehst mit dem Baumeister. Berichte dann in der großen Halle von unseren nächsten Schritten. Wie du befiehlst. Ein interessantes Angebot. Ein merkwürdiger Zufall. Dann öffne die Weltkarte und wache auf. Ja, wir haben jetzt eine neue Quest bekommen. Ich möchte natürlich nicht aufwachen. Aber ich weiß natürlich auch nicht, was jetzt hier alles noch so kommt. Ich soll mich jetzt zur Schicksalsquelle begeben. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Weil ich denke, dass das wohl noch ein bisschen längerfristig sein wird. Und ja, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.